Ein besonderes Jubiläum gab es am 2. Mai bei AGCU Fendt in Hohenmölzen zu feiern. Nachdem vor ziemlich genau 2 Jahren die Produktion des Feldhäckslers Fendt Katana 65 gestartet wurde, verließ an diesem Tag schon das 100. Exemplar die Werkshallen. Grund genug für Peter Josef Pfaffen, Vorsitzender der AGCU Fendt Geschäftsführung, in das beschauliche Hohenmölzen zu kommen und den Rollout des Jubiläumshäckslers zu überwachen. Auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff, kam, um die Erfolgsgeschichte des Betriebes zu würdigen. Eine Geschichte, an der er nicht ganz unbeteiligt war. Schon Anfang 2010 besuchte er als Wirtschaftsminister den Standort und machte sich für ihn stark. Damals war durch den Weggang der Bundeswehr das Areal frei geworden und konnte bzw. musste neu belebt werden. Schon im Februar wurden erste Komponenten hier gefertigt, es wurden neue Gebäude errichtet, neue Technik installiert und Mitarbeiter akquiriert. Dies alles von der Dickblechbearbeitung mit Plasmaschneidern über den Einbau des 653 PS starken Motors bis hin zur Häckslertrommel ließ er sich nun zusammen mit zahlreichen anderen geladenen Gästen vor Ort zeigen und hatte sogar Zeit für das eine oder andere Wort mit den Mitarbeitern. Dann war es endlich soweit. Nachdem noch hinter einem Vorhang die letzten Handgriffe getan, die Räder montiert und alle Tanks mit Betriebsstoffen befüllt wurden, rollte der grüne Riese mit der Nummer 100 auf der Seite aus der Halle und erblickte das Licht des Hohenmölzener Werksgeländes. Schon bald wird er sich zu seinen Geschwistern gesellen, die inzwischen auf deutschen, französischen und italienischen Maisfeldern ihren Dienst verrichten. Und hoffentlich werden ihm noch viele hundert folgen.